Hi Leute und willkommen zum 11.824 Abonnenten-Special. Nein, Quatsch. Ich wollte mal eine kleine Ankündigung machen. Und zwar hatte ich die Idee für ein neues Kochvideoformat. Ich habe ja jetzt, ich weiß gar nicht wie viel, drei, vier, also die normalen, wo ich einfach mache, worauf ich Lust habe. Dann, wo ihr eure Ideen einbringen könnt, also zum Beispiel, was weiß ich, mach mal Pizza oder so. Und dann den Wunschzettel, also wo ihr euch halt die Zutaten zusammenstellen könnt. Ja, das sind zumindest meine. Dietlin hat ja dann auch noch eins. Und ja, ich würde gerne noch eins machen, und zwar, wo ich den Wunschzettel sozusagen umdrehe, dass ihr sagen könnt, was ihr gerne nicht in einem bestimmten Gericht haben wollt. Und ja, ich bin auf die Idee gekommen, weil in Schelzhagen haben wir sozusagen solche Diätzettel. Also da kann man dann ankreuzen, ich möchte gerne ohne Milch oder vegan oder nur ohne Ei oder ohne Zwiebelgewächse oder ohne, also gibt es tausende Sachen, glutenfrei zum Beispiel, wird auch oft gewünscht. Ja, das sind meistens recht einfache, also vegan, glutenfrei haben wir sowieso immer dabei. Manchmal sind es auch riesige Listen mit 30 oder manchmal auch noch mehr Sachen, die wir dann halt nicht verwenden können oder dürfen für die eine Person. Und das, was schade ist, ist leider, dass man da nicht so viel Zeit hat, sich um jede einzelne wirklich zu kümmern. Also, wenn ich jetzt abends 120 Gäste habe und einer davon kann irgendwie etliche Lebensmittel nicht ab, dann kann ich mir halt irgendwas Schönes für denjenigen nicht ausdenken. Dann ist es meistens nur so, dass er so einen extra Teller bekommt, wo wir halt so ein paar Sachen zusammenstellen. Und das war's dann. Also die meisten freuen sich dann halt darüber, dass auf ihre Wünsche so ein bisschen eingegangen wird. Aber so wirklich, ja, kreativ werden kann man da halt nicht, weil einfach die Zeit fehlt in diesem Fenster. Ich habe ja meine die 2,5 Gerichte und eine Suppe oder ein Dessert. Und das muss ich in meinen paar Stunden schaffen. Und da kann ich nicht anfangen, für einzelne Leute irgendwie rumzuspielen. Deswegen würde ich das gerne jetzt auf meinem Kanal machen. Und zwar soll das so funktionieren, dass ihr mir jetzt unter dieses Video oder auch unter jedes andere Video, ich finde das dann irgendwie schon, schreiben könnt, was ihr gerne nicht haben möchtet oder was ihr nicht vertragt zum Beispiel. Allerdings, also ihr braucht jetzt nicht so was schreiben wie, ich hätte gerne ein sojafreies Gericht, denn davon habe ich schon einige. Es geht eher darum, dass so bestimmte Sachen kombiniert werden, zum Beispiel, ich hätte gerne ein Hauptgericht ohne Soja, ohne Zwiebelgewächse, ohne dies, ohne das, ohne jenes und so weiter. Ja, dass man das, dass man wirklich so ein bisschen die komplizierteren Sachen auch hat. Und ja, glutenfreie Gerichte habe ich zum Beispiel auch schon einige. Und ja, ihr könnt euch wie gesagt zum Beispiel entweder das zusammenstellen, also sojafrei, glutenfrei und noch irgendwas oder so. Oder zum Beispiel könnt ihr sagen, ihr hättet gerne ein Dessert, wo nicht das und nicht das und nicht das drin sein soll. Oder ihr hättet gerne ein ganz bestimmtes Gericht. Was weiß ich, mir fällt jetzt nichts ein. Lasagne ohne Tomate, hatte ich auch schon mal, glaube ich. Aber zum Beispiel sowas in der Richtung. Ja, wenn ihr da irgendwie Ideen habt oder wenn ihr Wünsche habt, was ich da mal kreieren soll für euch, dann ja, schreibt mir das, wie gesagt, mal in die Kommentare. Und dann sehen wir mal, was daraus wird. Und ich wollte das Format nennen, Koch's Vegan mit ohne. Ja, sehr kreativ, ich weiß. Wenn ihr da noch andere Vorschläge habt, wie das vielleicht, vielleicht habt ihr einen besseren Namensvorschlag oder so, dann schreibt ihr mir unbedingt auch in die Kommentare. Bin ich gespannt. Ja. Was noch? Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wenn mir noch was Wichtiges einfällt, schreibe ich es noch in die Videobeschreibung. Und ansonsten freue ich mich auf eure Ideen und Vorschläge. Und dann bis zum nächsten Kochvideo. Tschüss.